Okay, Freunde. Dominik und ich spielen heute den Feuerwehrsimulator 2. Ich bin sehr pumped da drauf. Mal gucken, was uns erwartet. Also, ich habe eine oder zwei Bewertungen gelesen und einer hat geschrieben, ich bin so enttäuscht von diesem Game. Und das ist das Beste eigentlich. Wenn Leute enttäuscht sind bei einer Simulation, bedeutet das automatisch, dass das beste Game des Tages wird. Glaub mir. Digga. Was eine bodenlose Frechheit, dass die Scheiße 30 Euro kosten soll. Ich bin hier. Oh, wo? Irgendwo, warte. Ich bin hier. Irgendwo hier in dem Feuerwehrhaus. Hup hier mal. Sind ja andere Leute hup auch. Mal, hup mal. Wieso, ich hup mich, ich bin ein Mensch. Hup trotzdem. Moin. Da bist du. So, erstmal hinsetzen, Team-Meeting. Oh, was jetzt? Haben wir einen Auftrag reinbekommen? Brandschutz, Containerbrand. Einsatz 4, TLF 1. Scheiße, Scheiße! Schnell runter, schnell runter! Schnell, schnell! Das eine Auto hab ich geschrottet. Lass bei dem hier einsteigen. Fuck, hier. Wo sind unsere Anzüge, Bro? Wir brauchen noch so Anzüge. Nee, brauchen wir nicht. Steig einfach ein, Bro. Nee, steig mal ein. Eh benutzen. Hey, hey, Bro! Schnell, komm! Ich bin nicht drin! Achso, warte mal, meine Tür ist offen. Bro, da funkt einer! Bro, ich hab keinen Mann verstanden! Ey, Rizzo, da sind die Tür offen gelassen! Nein, es war Günther. Achso. Meinst du, wir können Menschen umfahren? Try mal. Wir sind in der Feuerwehr, wir können den direkt dann löschen. Ha? Lol, drück mal Tab. Anfahrt zum Einsatzort. Dieser andere. Dieser TLF oben rechts fährt da gerade hin. Können wir den einfach rausschmeißen aus dem Auto? Ey, ich hab den. Bro! Ich sitze hier neben unserem Spaß. Alter, wer ist denn er? Digga, ich hab mich teleportiert, Bro. Digga, hä? Krieg da mal rein, Bruder, du kannst da joinen. Ja, bist du auch hier? Digga. Bruder, du siehst aus wie ein Hurensohn. Digga! Ja, geh mal die Tür zu, mach die Tür zu. Okay. Können wir? Habe. Fahre zum Einsatzort. Ja. Mach mal. Ey, ich find's auch wichtig, dass wir hier gerade Sirene haben. Hier ist echt viel Verkehr. Ja, ja, ja. Wahnsinnig belegte Stadt hier. Oder wie macht man dieses scheiß Sirenen-Ding aus? Vielleicht auf S? Ah, fuck. Oh, drei. Drei ist Blaulicht, zwei ist Martinshorn. Okay. Oh, hier. Was? Oh mein Gott. Hier brennt's. Halt an. Wir müssen hier, glaube ich, in dieses Ding. Wir sind beim Dixwall. Was sagt der? Hä? Erst Tür zumachen? Okay. Die Karre rollt! Und du musst mäßig Handbremse machen! Bruder, das ist auch so wie so Butterfly-Doors. Einfach offen lassen, Digga. Nein, auf nicht so, einsteigen. Lass auf. Junge, Alter, du Fresse! Okay, lass einfach auf Butterfly-Doors. Lass einfach offen. Hier ist kein Schlauch. Wir müssen erstmal unser Equip offshowen. Einfach so für den Flex, bevor wir irgendwas machen. Bitte. Okay, ich hab einen Minischlauch, guck mal. Same. Ich find, der ist average. Oh, ich hab so einen Angriff. Ja, hau drauf. Warte, ich mach an, Ablegen. Wie spritze ich, Chat? C? Nein, C ist Cam. Oh, C ist Cam. Sehr gut, ja, gute Call. Warte auf Fahrzeug. Bro, warum fährst du weg? Was passiert? Warte mal, ich leg jetzt einmal den Feuerwehrschlauch um den Block. Bruder, hä? Junge, was? No, holy shit. Immer länger. Digga. Bruder. Warte mal. Digga, ist dumm, Alter. Scheiße, es brennt schon die Hecke. Moin. So. Wir haben das einfach umzingelt hier. Jetzt können wir, das Feuer ist umzingelt. Ich mach mal alles an, ja? Mach mal an hier. Pumpe starten. Jo, komm. Wollen wir einfach kleine Feuerlöscher nehmen oder so? Oh ja, hier. Ich komme, ich mach das. Ja, leg den Arm ab hier. I don't. Junge, war's das OP-Feuer oder? Digga. Okay, red's mal, mein Feuerlöscher ist leer. Okay. Und das Scheißding, das du schon noch. Oh, wie hast du den anbekommen? Ich hab die Pumpe hinten anmachen müssen. Geil! Good job, Bro. Du kannst safe noch einen zweiten Schlauch da anschließen, dass du auch löschen kannst. Ihr seid doch schon fertig. Digga, hast recht. Ey, wenn du sagst, Digga, dann eigentlich können wir wieder fahren, Bruder. Ja, Frau Müller, also wenn der Brand ist gelöscht, wir wünschen Ihnen alles Gute. Ich finde, für Mülheim Verhältnisse passt es eigentlich. Ich finde, in Mülheim können die Bewohner auch den Rest selber löschen, so mit, ja, so Wasserflaschen. Das oder ist so. Auch egal. Der LF, brauchen Sie nicht, Unterstützung? Wir, ey, ich lösche mal kurz weiter. Mach mal du da dein Ding.
Leitstelle Mülheim, danke, wir brauchen tatsächlich keine Hilfe. Alles gut? Die Chefs fragen schon nach, das ist ja völlig wild. Das wirkt komplett falsch, was ich gerade mache, Digga. Ich glaube, das ist wirklich komplett lost. Du machst ein Puzzle da hinten. Ich baue hier irgendwas in das Feuerwehrauto rein, Digga. Es ist ja so beschissen gemacht. Digga, ey. Du musst da kein Loch noch in den Tank machen, da gibt's schon Öffnungen. Digga, ich schieb das fucking Feuerwehrauto weg, wenn ich was rausbaue. Digga, aber Ding einfach totbrennen lassen, scheiß auf die. Oh, ich kann's machen, Bruder. Schön. Und jetzt machen wir hier einen Verteiler ran. Okay, Ladies and Gentlemen. Pause Champs. Oh mein Gott, das sieht sehr gut aus. Ich kann's connecten. Okay. Ich komme. Linksklick. Ja! Ja, let's go! Geil. So, jetzt weg mit dem A hier. Bro, es braucht richtig lang, bis man da was gelöscht hat. Ja, Alter. Nehmen wir irgendwie das Falsche oder so? Nee, ich glaube, die haben es auch realistisch so angelehnt. Ey, was? Unten links steht, was du machen musst. Ja, hier steht, dass wir... Warte mal, ich soll ins Auto einsteigen und zum Einsatz fahren. Aber Bro, wir sind halt beim Einsatz, Digga. Oh, ich glaube, es ist aus. Oh, jetzt! Organisiere den Einsatz in der taktischen Übersicht. Ist Feuer aus, Chat? Ey, ich hab's ausgemacht, Bro, glaube ich. Ich steig mal aus. Ich glaube, wir haben's jetzt. Ja, wir haben's. Steig ein. Bro. Perfekt. Digga, wenn wir mir jetzt noch erklären, wie wir das Löschmittel vorbereiten. Jetzt kriegen wir das Tutorial! Digga, wir fahren jetzt einfach in die Scheiße. Wir fahren jetzt einfach zur Base. Steig ein. Wir haben beim Dix-Fall jetzt alles fertig. Jetzt geht's wieder zurück in die Base. Den Schlauch können die uns ja nachbringen oder so. Einfach vorbeischicken oder so. Lassen wir einfach liegen. Türen hinten auch noch offen. Ich glaube, wir sind so genau die Atzen, die so die Simulator-Leute so richtig hassen, Alter. Ja. Ja, ja. Ich hätte irgendwie Bock, mehr Einsätze zu machen als gerade. Ich glaube, die wollen, dass wir den einen Einsatz noch fertig machen. Oh. Aber wir haben den jetzt schon fertig gemacht. Ich glaube, wir haben das Game gebuggt, Bro. Lass mal, wir machen mal einen neuen Server auf, Digga. Okay. Oh, shit. Mal um die Ecke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Raus. Big problem coming. Raus. Da brauchen wir einen C-Schlauch. Das sehe ich. Öffne Beifahrertür. Schau mal. Warum? Fahre zum Einsatzort. Bruder, wir sind am Einsatzort. Bro, das Game hat gar keinen Bock. Digga, fuck doch nicht ab, Alter. Was? Hey, Reese, guck mal, ob du parken kannst und ob hier vielleicht so ein Feld ist irgendwo. Oh ja, da vorne. Digga, da ist es wieder. Das ist der Infinity-Schlauch, Digga. Der Infinity-Schlauch ist wieder da. Schlauch hätte. Ah, da seid ihr ja. Sehr gut. Ich bin der Chef und hatte angerufen. Was genau ist vorgefallen? Unser Lager hat alte Reifen angefangen zu brennen. Wir wissen nicht warum. Alfred hat noch versucht, es zu löschen und hat sich dabei schwer verbrannt. Er sitzt da neben Scheiße. Der Treppe. Okay, wir holen jetzt erstmal ein RTW für Alfred. Boah. Ey, wirklich, der hat sich ja komplett verbrannt. Digga, der sieht ja wirklich aus, als wäre der wirklich einmal durchs Feuer gelaufen, Bruder. Kühl mal die Stellen, Rätsmann. Bro, ich kühl den ein bisschen, ja? Bei meinem Löschversuch hat der Wind plötzlich gedreht und ich habe mir den rechten Arm ziemlich verbrannt. Bruder. Ah, kein Problem, rechter Arm. Da mal ran an den Aal. Wow. High intense Gameplay. Löschmittel vorbereiten, nee, scheiß drauf. Wir löschen so. Nee, mach mal. Okay, ich check mal ab. 6 Stunden später. Okay, Rätsmann, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Bin sehr gespannt. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab's. No joke, ich glaube, ich hab's. Oh mein Gott. Ran. Digga, das Game ist so verbuggt, Rätsmann. What the fuck, Alter? Ich such die Einsatzstelle. Ich hab das Gefühl, ich baue hier gerade irgendeine Bombe oder so. Digga, ich habe jetzt 2 Schläuche, die bei mir hinten reingehen. Ach so, und jetzt geht's, oder was? Bro. Was? Okay, ich hab's irgendwie hinbekommen, Digga. Gar kein Plan. Okay, an dem Punkt sehe ich jetzt auch nicht mehr durch, Digga. Junge, Alter. Guck mal, diese Reifen sind schon gar keine Reifen mehr. Da sind inzwischen noch so Sandhäufen. Okay, ich fall durch die Map. Ich sehe die Map von unten. Junge. Ey, Bro, Kevin, können wir kurz was probieren? Kannst du einmal mit Tab dich auf den MA-Knopf drücken bei unserem Auto? Bro, what the fuck? Okay, jetzt bin ich da. Ich bin da. Aber du bist unter der Map, oder? Ich bin slightly woanders, Digga. Nochmal zurücksetzen, dann werden wir... Oh, cool, ey. Zurücksetzen hat ja übelst viel gebracht. Digga. Ich kann es nicht mal meine Maus benutzen. Ich sag dir, mein Gott, ich gebe das Game zurück.
Was eine bodenlose Frechheit, dass die Scheiße 30 Euro kosten soll. So unglaublich scheiße. Kein normaler Mensch verlangt für die Scheiße 30 Euro, Junge. Hackt es. Antrag einreichen, Junge. Und wir switchen rein in den nächsten Feuerwehrsimulator. Oh. Digga, ja, meiner sieht aus wie ein Sexualstraftäter. What the fuck, Alter. Okay, let's go jetzt, Mann. Hier auf dem Parkplatz, Gerade zu links, links. Bruder, dafür sind wir jetzt... Digga, also no joke, den hätte man auch runterbrennen lassen können. What the fuck, Alter. Wie steige ich hier aus, aber? Bro! Rissmann! Du brennst! What the fuck? Bruder! What the fuck? Okay, ist gut. Okay, man kann zur Trunk gehen und kann sich Sachen rausnehmen. Ah, hier vorne kann man es dran machen. Switch to Nozzle Spray Mode. Oh! Ah! Okay. Geil! Ja, schön. Schön, haben wir. Nice, Rissmann, let's go. Zurück, wir haben die erste Aufgabe gelöst. Let's go, Mission cleared, let's go. Geil. Huge. Wir haben 55 Punkte bekommen, was auch immer das ist. Und nochmal einen extra, let's go. Cat stuck in a tree. Owner has call for help. Annehmen. Party, können wir bitte mit Sirene fahren? Bitte. Ja, können wir. Welche möchtest du denn haben? Die laute. Ja. Juhu. On the road again. Hey. Bruder. Hallo. Was macht man denn, wenn eine Katze oben ist? Weiß ich nicht. Dran klopfen? Hätten wir vielleicht auch schon mit einer Leiter holen sollen? Hier steht Options for Rescue. Ladder, climb to recover the cat. Oder cut the tree to get the cat down. Ja, dann cutten wir den Tree. Scheiß drauf, als würde zu dem scheiß Mistvieh hochgehen. Ich hab eine Axt. Digga, was ist, ist das ein E-Auto, Digga? Das hat gar keinen Sound gemacht. What the fuck? Wo kam das gerade her, Digga? Hau den Baum runter, Ingo. Das ist die beschissenste Animation, die ich je gesehen habe. Digga, das macht nicht mal Sounds. Alter, das hat sich nicht so angehört, als würden die überleben. Oh, da hinten laufen die, Müssen wir die noch einfangen oder was? Nee, nee. Rützmann. Junge. Bruder, wir haben den Feuer. Zurück zum Einsatzwagen. Zurück. Warte, ich seh kurz den Baum um. Warum? Der hat mich übel abgefuckt. Alright. Jemand fragt, ob du ihn morgen zur Schule fahren kannst, weil du so super sicher und gut fährst. Ey, super gerne. Wie viel nimmst du? Also ich schlaf dreimal mit der Person halt auf dem Weg. Du weißt schon, dass tendenziell eher Minderjährige zu einer Schule gehen? Nein. Oh! Hier ist das Haus, Alter, das ganze Dach. Das ganze Haus brennt, what the fuck? Alright, raus. Okay, ich setz mir eine Maske als erstes auf und geh rein. Ich guck, ob da noch lebendige Leute sind. Okay, das ist eine sehr, sehr kranke Idee. Doorlock, wir brauchen eine Axt oder so. Ich stell kurz auf, dass hier, die Leute Bescheid wissen, dass wir da sind. Tür ist offen, da ist eine Person drin. Okay, schnell rein. Oh. Raus mit der Sau. Okay, ich guck, ob oben noch was ist, ja? Dominik, ich sterbe. Nein, setz deine Maske auf. Ich glaube, wir haben alle Leute raus. Die Küche brennt. Die Alte hat irgendwas anbrennen lassen hier. Junge. Da wurde wieder der Monte-Nudel-Auflauf gemacht, Alter. Schnell weg damit. Boah, auf den hätte ich so Bock. Scheiße. Meine Mom meinte mal, dass sie, als sie das erste Mal Gulasch gemacht hat, dass sie fast die Küche in Brand gesetzt hätte. Bro, ist mir letztens aber auch passiert in der Wohnung, ne? Das, was mir aber ein bisschen suspekt ist, unser Haus ist ja wirklich mal abgebrannt, aber angeblich, weil der Fernseher explodiert ist. Ich wette, meine Mom hat einfach so selber das Haus einfach in Brand gesetzt und mir es nie erzählt, weil es hier peinlich war. Bro. Oh, bei uns ist auch mal fast die Wohnung, also bevor wir ins Haus gezogen sind, hat mein Dad oder so auch mal fast die Wohnung abgefackelt. weil er hat so den Herd angemacht, aber auf dem Herd lag noch irgendwie so ein Karton und so ein Küchentuch, weißt du, so aus Wolle, aus Baumwolle. Und es hat schon so richtig, also es hat schon so gebrannt, aber halt noch so klein. Und dann haben wir es gecheckt und konnten es schnell mit Wasser so abspülen. Aber sagen wir mal, wenn einer eine Minute auf dem Klo gewesen wäre, wäre die Wohnung wahrscheinlich abgefackelt, Alter. Krass, Digga. Das ist ehrlich. Bruder, ich brenne, Dominik, ich bin tot. Wie jetzt? Was? Was? Okay, es kommt ein Medic.
muss ich jetzt ruhig sein, bis ich wieder lebe? Ist es sonst Fail-RP oder wie ist? Ja, ja, nee, sonst, ja, ja. Sonst kommt der Admin und spricht mit dir. Wir mussten gar kein Bewerbungsgespräch machen für den Server. Also vielleicht könntest du ein kurzes RP vorführen. Die Anne, die hier mit im Teamspeak ist, die würde einmal quasi eine verletzte Person darstellen und dass du quasi einmal als Medic jetzt gerade an der Crime Scene ankommst und dich einmal um die Anne kümmerst, so, ja? Ich wäre die Anne jetzt und du bist der Bewerber, ja? Ja, okay, dann, also dann würde ich es mal machen, also komm jetzt quasi hier bei der Crime Scene an. Hallo, wie geht's Ihnen? Hallo, aua! Können Sie mich hören? Aua! Ich kann nicht kochen, wenn meine Küche brennt! Aua! Hallo, wie ist denn Ihr Name? Hallo, bitte bleiben Elisabeth, Sie bei mir. Elisabeth, aua, aua. Mein Bein brennt, bitte mein Bein brennt, machen Sie doch was. Au. Ich muss leider kurz offline, au. Weil bei mir ist Essen fertig. Ja, da muss ich Sie leider disqualifizieren. Sie dürfen natürlich nicht im RP sagen, dass Essen fertig ist bei Ihnen zu Hause. Das ist ja komplettes Fail-RP, was Sie hier betrieben haben. Digga, also damit können Sie leider auf unseren Server nicht draufgehen. Kurz mal anderes Thema, wann kommt der verschissene RTW, Digga? Meine Leiche brennt seit einer halben Stunde. Was will der RTW da retten? Also, ey, ich spawn kurz an der Station und komme schnell zu dir gefahren. Oh mein Gott, Kevin, siehst du's? Nein. Rechts. Oh, Scheiße! Die Scheiße brennt komplett. Ach du Scheiße, Digga. Ach, da müssen die dicken Geschosse ran. Junge, holy shit. Ja, wir gehen erstmal normal ran, oder? Ja, wir müssen erstmal ein bisschen hier Kontrolle schaffen. Okay, ich lösche schon erst währenddessen meine Pizzabrötchen. Du hast gesagt, du holst dir einen Joghurt. Ja, Lena hat ihre nicht geschafft und dann kam sie mir gerade entgegen. Was soll ich machen? Hätte ich es wegschmeißen sollen? Kinder in Afrika können es doch essen, Rätsmann. Bro, deine Ernährung ist so crap. Was? Das ist so ein Bullshit. Meine Ernährung ist übelst gut. Digga, ich habe 4 Pizzabrötchen gegessen. Wenn ich die gegessen habe. Daran ist nichts schlimm. Okay. Ey, das ist wirklich absolut gesund, hast du recht. Können wir ein anderes Fahrzeug holen? Oder vielleicht müssen wir es mit so Skillshots machen einfach. Ich meine, ich kann einmal kurz zum Fire Department rennen und gucken, was ich da noch ein Auto bekomme. Nee, ist zu weit. Kann man sich irgendwie zurück teleporten? Ey, man kann das löschen da oben. Alles easy, Rittmann. Ich hab das. Mhm. Hast du einen Skillshot rausgefunden? Ja. Junge, es fängt wieder an zu brennen. What the fuck? Okay, die rechte Seite ist komplett clear. Okay, kannst du die andere machen? Mhm. Kannst du die Leiter aufstellen? Kannst du mal eine so placen, dass wir aufs Auto rauf können vielleicht? Wait. Oder einfach das Gebäude hoch, maybe, wa? Ja, oder so. Komm, komm mal kurz! Scheiße, Alter. Lässig, Digga. Oh, Mann, kannst du die Leiter auf das Auto placen, dass wir aufs Auto können? I try. Nice. Junge, wir sind die besten Feuerwehrmänner des Planeten. What the fuck? Let's go. Okay, steig mal ein und fahr mal rechts um die Ecke. Stopp! Junge, du Idiot, Alter. So, zack. Alter, wenn wir dafür jetzt nicht die Megapunkte bekommen, weiß ich auch nicht. Wir haben's. Geil. Let's go. Let's go, boys. Sehr, sehr stark. Oh, schön. Schmeckt, Digga. Sehr, sehr stark. Geil, Digga. Dominik, es war mir eine Ehre, mit dir heute die Welt zu retten. Gut. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.